Hallo und herzlich willkommen hier bei Kettle und Kops. Wir sind gerade dabei beim Szenario Gras mähen und Heu machen und dergleichen. Ich arbeite nur weiter hier in der Wiese, dass wir es hier fertig kriegen. Ist ja noch ein bisschen zu tun, aber das sollte nicht mehr lang dauern. So, Nase juckt. Ja, ich soll die Arbeitszeit ein bisschen einhalten, ne? Schwierig. Und das Stück hier mitnehmen hier. Aber irgendwie, das kriegen wir hin. Diesmal nehmen wir alles Gras mit. Und machen wir denselben Fehler wie bei der Aussaat mit Getreide oder Mais. Ich meine, gut, beim Szenario ist nicht ganz so dramatisch. Weil den Verdienst können wir nicht mitnehmen, ne? Sondern müssen nachher bei der Karriere von null anfangen. Ja genau, der Duft verstimmt allerdings. Ist aber bei allen so. Maishäcksel sind wir auch so, ne? Ist auch so einen eigenen Geruch, ne? Wenn einer zu Hause mal Gras mähen, beim Grasmähen ist, da riecht es auch. Zu angenehm. Bei mir, wo ich bis zur Arbeit fahre, ist ein kleiner Bauer, klein, der mäht regelmäßig Grasen und düngt mit Gülle regelmäßig. Das riecht man auch. Hat aber nur einen relativ kleinen Stall. Also hier sind viele kleine Bauern, also in Österreich. Und der hat halt die Wiese am Hof. Wird ja dann mal Mais gemacht auf der Wiese. Da seht ihr immer als Fruchtfolge. Weiß aber nicht genau, wie viel Land er überhaupt hat, ne? Weil das hier nur das war, der hier im Prinzip an der Straße hat. Ja, ich danke mal schon allen, die mal reingeschaut haben. Bei mir, hier bei Kettle und Kops. Ich mache noch hier LS, mache ich auch noch nebenbei. Zwei Karten. Einmal die Thüringen-Karte und die Marsch. Das ist ja ähnlich, ne? Also hier ist ein bisschen detailgenauer, ne? Also es geht hier sehr ins Reale, ne? Weil LS ist ja ein bisschen oberflächlich angekratzt, mehr oder weniger. Und halt durch Mods erst halbwegs in Richtung Real geht, ne? Aber hier ist halt extrem sehr real, ne? Also was mir gefällt, ist hier der Datum, dass man hier tageweise arbeiten kann. Das mag ich. Also da muss man so natürlich sehen, wenn man Tiere hat, dann kann man nicht lange schlafen, ne? Um die Zeit zu drücken. Ich meine, klar, so eine kleine Wiese, ja. Das ist ein paar Stunden Arbeit, ne? Da muss man warten, bis es trocken ist, wenn man Heu machen will, ne? Das dauert seine Zeit. Entschuldigung. So, die Wiese ist ja nicht viel, das ist ja eine Kleinigkeit, ne? Ich meine, ich persönlich würde noch vorne ein Mähwerk dazu nehmen. Dann ist man schneller fertig. Das ist ja so, ne? Ich versuche jetzt ein paar Folgen in der Woche zu machen. Nach Feierabend.
um so am Samstag ein bisschen Zeit zu haben, kann man meinen Neffen gemeinsam LS auf dem Server spielen. In der Woche schaffe ich das nicht. Also deswegen ich jetzt in der Woche halt dran die Aufnahmen für diese Mal. Ne? Zumindest ein Teil davon. Weil die brauche ich Spätschicht und dann ist es ja, wird Freitag eng. Also oder eng. Wird komplett fertig machen, ne? Die erste Fläche hast du gut gemacht. Und nun hast du auch weitere Grünflächen vor dir. Ja, mach sein, ich mach hier fertig. So. Ne? Das muss ja auch noch alles fertig gemäht werden, nützt ja auch nichts. Ich wollte gerade sagen, geht mir nicht mehr. Ja, kommt der Spaß mit den ganzen. Ist das ein größeres Feld? Können sein. Also wir haben jetzt viel Gras vor uns und da hätte ich schon gerne ein größeres Mähwerk gehabt, ne? Also da gibt es doch sicherlich was Größeres, ne? Na gut, die Kosten für ein Mähwerk sind sicherlich enorm, ne? Also kostet schon ein bisschen was. Reelle Preise weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Na, das juckt schon wieder, das juckt gar nicht. Soll trockene Luft sein hier. Dann melde ich ja nur für die Tage jetzt bis Donnerstag und Freitag bis 0 Grad. Bis ich Spätschicht habe, braucht nicht kratzen früh. Ich habe eh so einen Spray da, aber wie gesagt, jetzt kommt eh die Zeit, wenn man kratzen muss, ne? Also Fensterscheiben kratzen oder abdecken halt, ne? Wenn man am schlimmsten das Auto von innen drinnen gefriert, das ist immer ganz schlimm. Die letzten Tage mit Klimaanlage gefahren, also die Luft innen drin trocken wird. Durch den Regen wurde auch viel Feuchtigkeit eingetragen, ne? Also durch Klamotten und so, die dann nass waren. So, die beiden Streifen, die sind oben ein bisschen was. Der wird noch fertig gemacht hier. Dann liegt da drüben noch etwas, ne? Also ein bisschen was. Ja, aber auch die Messer müssen am Tumor ersetzt werden durch neue. Oder weiß ich, ob Schärfen geht. Ich glaube eher nicht. Das ist eher so ein Verschleißteil. Das sind auch nur kleine Dinger, die kann man austauschen. Weniger Handgriffe. So. Und X. Jetzt fahren wir zum Feld Nummer 13. Ja, wo? Genau. Karte. Wir folgen der Straße, ne? Das ist ja ganz gut hier gemacht mit blauen, also wenn man sich nicht auskennt, da kann man sich gut hier zurechtfinden. Ich würde eher dazu tendieren, wenn nicht meine Felder, alles meine Felder sind, dass ich da im Prinzip die Felder also zusammenhängend werden, ne? Wenn man nicht dauernd so leer fahrt hat. Wie was anderes drin, Getreide oder sowas. Was haben wir jetzt? April. Ja, kann sein. Wo ist denn meine Wiese, die nächste? Links ist Mais, rechts ist anders. Ist ja auch weit weg. Am Hof, ne? Ja, fahren zu. Jetzt ist keine Wiese, höchstens geradeaus. Hm.
So länglich, ne? So, zweite Wiese. Wieder Innenhausen. So, mal aufklappen. Innenhausen. Ja, ich hab's da gleich runter, mit dem Ding. Ich fahr mir zu schnell. Ich hab da kein Gefühl drin mit der W-Taste. So. Wenn man hier anders. Normalerweise fahr ich nicht im Gras, was noch steht, ne? Also man fährt es ja platt, ne? Ist ja ungünstig. Dann hätten wir vorne kein Mähwerk, dann wäre es ein bisschen anders. Dann wäre das da, wo ich jetzt wohne, auf der Wiese. Da mäht ab und zu auch einer was. Also im Jahr, vielleicht zweimal sehe ich den vielleicht. Der hat auch noch vorne ein Mähwerk. Und der mäht nicht von innen nach außen. Der fährt die große Runde. Nur dazu sagen, das ist auch Hang. Ne, das ist nicht so einfach. In Österreich gibt es viele kleine Wiesen an Hängen. Also wo man nicht so einfach so schräg fahren könnte, ne? Wegen Unfall, ne? Ich habe auch viele Wiesen hier, aber so klein. Links und rechts wächst auch Gras, aber wie gesagt, da wird nicht gemäht, ne? Ein bisschen komisch. So. Müsste ich eigentlich normalerweise jetzt auch noch mitnehmen, ne? Dann müssen wir wieder extra fahren. Oder Not? Immer ein Licht machen. Ich wollte ein bisschen lenken, wo Äffel kommen. So viel Gras. Ich weiß noch, wo das Spiel rauskam, die ersten Dinge. Ja. Kam ich nicht zurecht mit dem Spielsystem hier. Wahrscheinlich weil es zu kompliziert war. Oder auch so buggy oder keine Ahnung. Hatte ich anfangs auch die Lust verloren, weil ich Anfang nicht gefunden habe irgendwie. Wie gesagt, mit der Karriere und so, da habe ich das dauernd nicht gewusst. Aber heute näher beschäftigen, im Grunde ein gutes System. Dass man hier das Wissen leicht nachmähen hier, sonst haben wir da hinterher nacharbeiten müssen. So. Und dazu sagen wir Erlass auch an Steuerungssysteme, ne? Keine Tastatur oder eine Maus. Sondern Joysticks und naja, solche und so ein Knüppelprinzip, so ein Lenkknüppel. Mit vielen Tasten, sag mal so. Also, ich persönlich habe noch keinen Traktor gefahren, ne? Also, oder ja, ich weiß es nicht genau.
Muss man eine Konsole legen normalerweise. Vielleicht hinkriegen, ne? Wird absetzen und aufnehmen. Dazu müsste mal funktionieren. Was möchte er jetzt von mir? Mit der Arbeitspreis das Gehweg von 2 Meter. Mit 2 Meter kommst du auf deinen Flächen gut aus. Landwirte mit größeren Anbauflächen greifen häufig auf Lohnnehmerzeug. Oder schaffen sich eine Kommission aus Front und Heckengehweg an. Bei einer Kombination von vorne am Traktor am Mähweg. Abend zu spät. Bei einer Kombination ist vorne am Traktor ein Mähweg angebaut. Das etwa der Breite des Traktors mäht. Zusätzlich wird hinten am Traktor so ein zur Seite schwenkbares Mähweg angelegt. Dadurch erreicht man eine größere Arbeitsbreite. Logisch. Teilweise gibt es auch so eine Triple-Kombination, wo vor dem Traktor ein Mähweg angebracht ist und hinten am Traktor zwei Mähwege. Je zwei Mähwege, je eins rechts und links das Gras mähen. Okay. Das wäre mir auch lieber gewesen, dann bin ich früher fertig. Aber wieder so eine Kostenfrage, ne? Wenn man jetzt nur im Jahr 3-4 Mal mähen will. Und wie gesagt, ein paar Stunden. Bei diesen kleinen Feldern, dann macht sich wirklich nicht, rentiert sich wirklich nicht. Ne? Ich kaufe jetzt noch ein großes Mähwerk rumstehen. Ne? Aber wiederum, ein Unternehmen kostet auch Geld. Und wenn ich die Zeit habe, bei den kleinen Flächen, da brauche ich kein Unternehmen haben. Ne? Obwohl das stimmt allerdings, die großen Geräte, die teuer sind, verwenden in der Regel die Unternehmen. Ne? Also, wir stellen ja auch alles Mögliche her, darunter die großen Ballenpressen mit 1,80 Meter Durchmesser. Das haben wirklich nur die Unternehmen, ne? Also, oder die ganz, ganz großen, die es brauchen, ne? die Fläche haben. Das ist ja eine Kostenfrage und eine Rentabilität. Ne? Also, wenn du jetzt im Jahr einmal mähen willst oder dreimal, ne? Je nach Witterung. Wo das ein Jahr so trocken war, vor 2 Jahren, extrem trocken, da hast du ihn kaum Gras mähen sehen. Ne? Also das war ein Reinfall, kann es sein. Aber dieses Jahr habe ich ihn öfter mähen sehen, weil immer wieder ein bisschen Regen war. Zwar nicht sehr viel, aber ein bisschen doch. Vielleicht denken sie auch heute ein bisschen anders, dass sie mehr oder weniger auf Vorrat, also Vorräte-Prinzip haben. Also Heu kannst du theoretisch in Ballen länger Zeit lagern oder Silage. Ne? Wenn jetzt, ich sag mal, für schlechte Zeiten vorausplanen, ne? Kann ja nicht schaden. So, liebe Schauer, das soll es auch schon vor gewesen sein. Ich sehe gerade, wie die Zeit ist abgelaufen. Dann sagt mal tschüss. Und ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter. Leider mit Gras, aber das ist mal Szenario nicht anders. Ne? Aber tschüss und winke winke. Bis dann und ciao. Tschüss.